Die klare Forderung auch der Unionsfraktion ist natürlich, eine Begrenzung zu erreichen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch in den Arbeitskreisen, die ja gebildet wurden in den vier, dass da auch das Thema Begrenzung und wie können wir eben diesen massiven Zustrom auch direkt nach Deutschland, vor allem, weil es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass es da eine Durchlässigkeit auch innerhalb Europas. In der Tat ist es nicht so. Ich war gestern da, ich habe mit den Leuten gesprochen. Und es ist einfach so, dass mittlerweile es wohl so ist, dass man einfach besser an Flüchtlingen verdient in Deutschland als an alten Leuten und dass die Diakonie, die ein kirchlicher Träger ist, anscheinend jetzt nicht nur Seenotschleppungsboote finanziert, sondern auch noch darüber hinaus ihre eigenen pflegebedürftigen Einwohner rausschmeißt bzw. gehen lässt, weil sie besser verdient daran. Das finde ich als CDU mit einem C im Namen höchst bedenklich, dass sie das einfach so laissez-faire gehen lassen. Wir haben ganz konkret Situationen, wo Leute, die ganz normal sind, wie du und ich, die 200 Einwohner in einem kleinen Dorf sind, wo der Landrat mittlerweile die Situation hat, dass er den Wohnraum, der dort angeboten wird, für 40 bis 60 Geflüchtete, alleinstehende Männer, ist nur ein Fall dieses Beispiel, das ist einfach aus der Realität rausgegriffen. Er hat nicht mehr die Möglichkeit, auch wenn er persönlich davon überzeugt ist, dass eben eigentlich 10%, dann da müsste eigentlich gekappt werden bei kleinen Ortschaften. Er hat nicht mehr die Möglichkeit auszuwählen und zu sagen, nein, es wär für den sozialen Frieden eigentlich sinnvoller, dort weniger Leute hinzubringen und die an anderer Stelle hinzusetzen, weil es eben keine Auswahl mehr gibt. Sie werfen praktisch einer Stiftung vor, die im Stiftungsziel drin hat, auch Geflüchtete zu unterstützen, dass sie entsprechend ja die Gemeinwohl orientiert haben und in ihrer Satzung drinstehen haben, dass zum Beispiel ein Thema der Gemeinwohlorientierung, wie bei ganz vielen Kirchen, auch die Unterstützung von Geflüchteten drinsteht, dass sie da ihre Räumlichkeiten für diesen Zweck nutzen. Und da werbe ich einfach nur mal drum, sich wirklich dieser angespannten Situation bewusst zu werden, dass eben auch die Verantwortlichen vor Ort nicht mehr auswählen können. Nee, es sind zwei Unternehmen. Das eine, es ist das Unternehmen, das eine Pflegeeinrichtung betreibt. Und das andere ist eine Stiftung mit verschiedenen Gebäudlichkeiten, die für verschiedene Zwecke, unter anderem, wie in der Satzung drinsteht, für Geflüchtete genutzt wird. Das führt zu sozialen Sprengstoff. Wenn es Ihnen um die Pflege in unserem Land geht, dann hätten Sie eine Aktuelle Stunde zum Thema Pflege beantragt und nicht zum Thema Flüchtlinge.